Okay, da hinten sind sehr viele Items. Flieh-Orb, Stopper-Orb, Siedelbeere. Okay. Nehmen wir alles mit. Wie viele Gänge gibt's hier? Awesome, das ist sehr schön. Hier Apfel, das sind Georock-Brocks. Dieser verdammte Sandsturm. Okay, wenn ich jetzt schon wieder so viele Siedelbeeren habe, ich glaube, ich esse wirklich mal eine. Ist mir nämlich überhaupt nicht wohl, wenn ich mit so wenig KP hier rumspaziere. Ach, herzallerliebst. Zum Glück haben wir von denen hier ein paar da. So, was kümmern wir uns zuerst? Ich würde mal sagen, um das, wo wir alle drum rumstehen, weil die kriegen wir zur Not alle klein. Oh nee, der Sandsturm, ja. Das habe ich jetzt komplett vergessen, dass der den. Ja. Dass der die Stopper-Orbs wieder rausnimmt. Das ist jetzt. Wir machen es halt so. Ich habe die Dinge noch nie verwendet, aber wenn man einen Monsterraum verteilt, ist er nicht mehr so gefährlich. Dann haben wir zwar jetzt wesentlich mehr Gegner auf der Ebene, aber es soll uns ja eigentlich mal egal sein, weil wir hier die Treppe haben. Hier noch die Nazurgummi. Und dann haben wir es geschafft. Yay. Sieht so aus, als hätten wir die andere Seite des Dschungels erreicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Anscheinend haben wir den Süddschungel verlassen. Also, müsste der Geröllbruch nicht direkt vor uns liegen? Nanu. Mir ist das, hätte ich gerade ein sonderbares Geräusch von da drüben vernommen. Da ist es wieder. Lass uns mal nachsehen. Jemand ist bewusstlos. Er bewegt sich nicht. Bewegungslos? Das kann doch nicht sein. Was? Oh nein, ist er? Aber... Er bewegt sich gar nicht. Oh nein! Schlapper, Gardevoir, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Schon wieder dieses Geräusch. Wir haben noch gehört, dass es von hier kam. Kommt das von... Anscheinend ist er gerade vor Hunger ohnmächtig geworden. Meditales?
Versuch ihm doch mal, einen davon zu verabreichen. Ah, verdammt, meine Stimme mag heute gar nicht. Alles klar. Ich kümmere mich um ihn. Dann sehen wir mal weiter. Meditalis liegt etwas neben das ohnmächtige Pokémon. Einen außergewöhnlich leckeren, perfekten Apfel. Was? Dieser Geruch. Wie lecker. Ein kleines bisschen sauer, aber ganz sicher süß. Was für ein Geruch. Ich wusste es. Ein perfekter Apfel. Oh, vielen, vielen Dank. Das war wirklich lecker. Vielen Dank. Ich fühle mich so viel besser. Perfekte Äpfel sind mein absolutes Lieblingsessen. Magst du perfekte Äpfel wirklich so sehr? Hier, dann kannst du meinen auch haben. Wirklich? Oh, vielen Dank. Juhu! Wir sind die Schatzjäger von Team Charm. Und wer bist du? Ach genau, ich bin Knuddeluff. Ich bin der erste Lehrling des großen Erkunders Amaldo. Knuddeluff? Schön, dich kennenzulernen. Von einem Erkunder namens Amaldo habe ich noch nie gehört. Aber wenn du sagst, dass du ein Erkunderlehrling bist, sag bloß, dass du auch auf den Schatz von Geröllsteinbruch aus bist. Aber sicher! Wir sind diejenigen, die diesen Schatz finden werden. Schatz? Wovon sprecht ihr? Ich habe nur einen Spaziergang gemacht, das ist alles. Aber plötzlich war meine ganze Verpflegung weg, gestohlen. Dann bekam ich einen Riesenhunger und meine Kräfte schwanden. Mir wurde schwarz vor Augen, das ist alles. Oh, so ist das also. Wenn das so ist, dann ist ja alles in Ordnung. Was für ein sonderbarer Erkunder. Nun gut, lass uns schnell weiterziehen. Also bis dann, Knuddeluff. Pass auf dich auf. Auf Wiedersehen. Vielen Dank noch einmal, liebe Freunde. Ja, ich möchte speichern. Sind das alles Erkunder? Vielleicht. Die haben sich alle getroffen, um den Schatz aus dem Steinbruch zu heben. Wow, was für reizende Damen. Oh, seid ihr Damen auch ein Erkundungsteam? Ihr seht viel zu zart aus, um ein wahres Erkundungsteam zu sein. Das ist doch zu schwierig für Mädchen. Ihr solltet besser aufgeben. Danke für den Rat. Du meinst es sicherlich gut. Aber es ist unfair, nach dem Äußeren zu urteilen. Wie schlagfertig. Oh, wow. Apropos, wie sieht es nun mit diesem Schatz aus? Oh, den hat bisher niemand gefunden. Leider wurde noch nichts entdeckt. Auch absolut gar nichts. Der Steinbruch soll aus einem komplexen Labyrinth bestehen. Und es soll wirklich einfach sein, sich darin zu verlaufen. Aber trotzdem sollte es möglich sein, es wenigstens zur Hälfte zu schaffen. Aber nach dem Wegpunkt wird es wirklich schwierig. Schwierig? Genau. Selbst wenn man sich strikt vorwärts bewegt, landet man immer wieder dort, wo man gestartet ist. Ganz egal, wie häufig man es auch versucht. Deswegen ist so gut wie jeder hierher zurückzukommen, um darüber mit den anderen sich auszutauschen. Dahinter versteckt sich anscheinend eine Art Rätsel, das ist meine Meinung dazu. Und solange dieses Rätsel nicht gelöst wird, bleibt der Schatz unauffindbar. Bluebella hat vorhin etwas ganz Ähnliches gesagt, dass dieser Schatz unmöglich zu finden sei. Sieht fast so aus, aber wenn es so eine Art Schatz ist, dann wird es sich erst recht lohnen, ihn ausfindig zu machen. Wir sind Team Charm, uns hält nichts auf. Wie locker. Oh, wow. Hey, ihr da drüben. Ihr, gebt es auf. Der Schatz gehört uns. Der Schatz wird der Diebesbande Team SPA von der Diebesbande Team SPA gefunden werden, nur damit das klar ist. Team SPA? Team SPA?
Die Diebesbande von Team SPA, die dem unsagbar schlechten Ruf, die sind hier? Verstanden. Ihr seid gemeint. Damit niemand euch wehtut, gebe ich euch den Rat, besser schnell zu verschwinden. Haben wir uns verstanden? Hey, was ist mit denen? Ihr habt doch nichts von Team SPA gehört? Team SPA ist eine Diebesbande, deren Boshaftigkeit keine Grenzen kennt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das dort Piandragi ist. Er macht Gegner mit seinen großen Scheren und langen Reißzähnen fertig. Das ist Arbok. Er ist extrem rachsüchtig. Das dort in der Mitte ist ihre Anführerin Snibunna. Gerüchten zufolge ist sie wirklich stark. Man sagt, dass ihr jedes Mittel recht ist, um ihre Ziele zu erreichen. Egal wie niederträchtig es auch sein mag. Die Mitglieder von Team SPA sind überall berühmt-berüchtigt für ihr schreckliches, unfaires Verhalten. Alle Pokémon, die ihnen je in einem Dungeon begegnet sind. Man sagt, dass all jene, die Heimreise ohne jegliches Gepäck antreten dürften, komplett ausgeraubt. Hey, ihr da! Habt ihr mir gar nicht zugehört? Hat Lady Snibunna euch nicht gerade befohlen, die Biege zu machen? Wenn ihr nicht gleich verduftet, wird es schmerzhaft für euch enden. Besser, ihr hört auf uns. Ich bin ganz ruhelos, wenn ich seit so langer Zeit schon keinen gebissen habe. Sagt mal, wer will zuerst gebissen werden? Wer wird es sein? Hey, ihr, was ist denn los? Ich gebe auf. Ich auch. Ich auch. Bah, Feiglinge. Sag mal, Piandragi, sind diese süßen Mädchen immer noch hier? Ja, das sind sie. Sieh mal einer an, die scheinen ja wirklich Rückgrat zu haben. Seid ihr nicht ängstlich? Oh, verstehe. Ihr verehrt uns und wollt unsere Freunde sein. Ja, genau das wird es sein. Wenn das wahr ist, umso besser. Ihr Mädels seid süß, daher, ich denke, wir lassen es zu, dass ihr mit uns befreundet seid. Was bildet ihr euch ein? Was? Sich mit Pokémon anzufreunden, die ihnen eine derart schlechter Ruf wie euch vorauseilt? Warum sollten wir das tun? Das ist nicht unser Stil. Was? Wir finden euch nicht furchterregend oder so. Und euch bewundern, das wird uns nicht im Traum nicht einfallen. Ihr! Wir waren so nett zu euch und das scheint euch wohl zu Kopf gestiegen zu sein. Ihr seid hier noch schwächer als erwartet. Was? So was? Piandragi, lass uns das sofort richtig stellen. Wartet. Wartet, ihr zwei. Ja, Herren. Aber Herren Snibunna. Ihr habt euch gerade einen Feind gemacht und der heißt Team SPA. Und ihr werdet es noch einmal bereuen, richtig? Absolut nicht. Diese Worte, wir werden sie nicht vergessen. Aber Piandragi, wir gehen. Ihr vergesst das nicht. Beim nächsten Treffen machen wir euch mit euch kurzen Prozess. Ihr denkt, ihr könnt euch hier einfach so aus dem Staub machen? Wir haben bisher jeden Schatz für uns beanspruchen können. Das wird dieses Mal genauso sein. Wir werden nicht scheitern. Schlapur, Gardevoir, wir müssen uns beeilen. Entschuldigt. Du bist zuvor. Bist du nicht weggelaufen? Doch, das stimmt. Ich hätte mich vorstellen sollen. Mein Name ist Visor. Ich habe euren Streit mit Team SPA aus dem Schatten beobachtet, wie ihr ihn so mutig widersprochen habt. Das war das erste Mal, dass ich sah, wie sich jemand Team SPA in den Weg stellt, ohne zu zögern.
sehr beeindruckend. Nachdem ich euch gesehen habe, bin ich sicher, dass ich euch vertrauen kann. Ich habe eine Bitte an euch. Eine Bitte? Ja, Team SBA. Team SBA hat eine Lektion verdient. Warum Team SBA? Nun, ich war vor einiger Zeit mit Freunden auf einem Erkundungsteam. Und meine Freunde, sie wurden während eines Abenteuers von Team SBA aus dem Hinterhalt angegriffen. Sie wurden ernsthaft verletzt. Was? Und meine Freunde sind seither zu verängstigt, um wieder auf Erkundung zu gehen. Sie verbringen ihre Tage vor Angstzissen im Dunkeln. Es ist schrecklich. Ich kann das gar nicht mit ansehen. In diesem Zustand können sie mich auf ihre, auf einer, können sie mich nicht auf eine Erkundung begleiten. Schrecklich, das sage ich. Wisst ihr, das sind wirklich Übeltäter. Die Gerüchte über sie sind wahr. Etwas so Schreckliches zu tun, dass deine Freunde nicht mehr auf Erkundung gehen wollen. Als Erkunder, da können wir diesen Halunken so etwas nicht verzeihen. Gut verstanden, Wieso. Wenn wir Team SPA noch einmal über den Weg laufen, werden wir ihnen mit Sicherheit eine Lektion erteilen. Im Namen deiner Freunde. Danke vielmals. Na gut, jetzt sollten wir uns aufmachen. Auf in den Steinbruch. Und kleine Frage, wer erkennt die Musik, die hier läuft? Dann wollen wir doch mal. Ich muss jetzt hier erstmal schauen, was wir alles da haben. Ein Apfel reicht mehr als locker. Die ganzen Gummis bleiben hier. Sinelbeeren nehme ich lieber mal ein paar mit. Einen Stopperorb lasse ich da. So. Sortieren. So. Alle gut brauchen. Wir haben nämlich einen kleinen Bosskampf im nächsten Dungeon.